Botogl ist ein Pokémon mit den Typen Eis und Flug und existiert seit der zweiten Spielgeneration. Botogl ist ein mittelgroßes, zweibeiniges und pinguinähnliches Pokémon, das im Gegensatz zu seinem wirklichen Gegenstück jedoch fliegen kann. Das Gefieder im Gesicht sowie im Brustbereich und am Hinterkopf ist in weiß gehalten, ebenso ist der Schwanz und ein kleiner Fleck auf dem Bauch weiß gefärbt. Der obere Teil des Kopfes und der Rest des Körpers sind rot und schließlich besitzt das Pokémon gelbe Füße und einen gleichfarbenen Schnabel. Botogl hat generell einen gedrungenen Körperbau, die Füße schließen unmittelbar an den Unterkörper an und der Kopf ist kugelrund. Die zackigen Federn formen sich oben zu langen Augenbrauen und das Gefieder auf der Brust gleicht einem Vollbart. Die großen Augen sind schwarz umrandet und setzen sich aus weißer Lederhaut und kleinen schwarz-weißen Pupillen zusammen. Der kurze spitze Schnabel vervollständigt das Antlitz und die beiden paddelähnlichen Arme wachsen seitlich. Das Pokémon hält stets mit seiner linken Hand seinen Schwanz fest, der die Form eines Sackes hat, und am Ursprung ist er eher breit und verengt sich, je näher er seinem Ende zugeht. Schließlich sind dann unten noch die beiden Füße zu sehen, die über je zwei Zehen verfügen, und in seiner Shiny-Form sind die roten Körperregionen violett gefärbt. Botogl ist ein besonderes Pokémon, da es nur zwei Attacken per Levelaufstieg erlernt und ansonsten nur eine Vielzahl an Attacken per TM oder per Attackenlehrer erlernt. Die einzigen beiden Attacken, die es per Levelaufstieg erlernt, sind dabei Geschenk vom Typ Normal und Bohrschnabel vom Typ Flug. Eine mögliche Fähigkeit ist Munterkeit und verhindert, dass das Pokémon einschläft. Die Fähigkeit Übereifer erhöht den physischen Angriffswert um 50%, reduziert dafür aber die Genauigkeit um 20%. Und die versteckte Fähigkeit ist Insomnia und verhindert ebenfalls das Einschlafen. Warum das Pokémon also mit Munterkeit und Insomnia zwei Fähigkeiten mit demselben Effekt haben kann, weiß ich jetzt nicht so genau, aber ist ja auch egal. Botogl, welches die Typen Eis und Flug vereint, ist zumeist an kalten Orten wie zum Beispiel Gebirgen, Eishöhlen oder auf schneebedeckten Landschaften anzutreffen. Das überwiegend fröhlich gestimmte Pokémon trägt stets einen kleinen Beutel mit sich herum, in welchem sich die verschiedensten Objekte befinden. Unter anderem verstaut Botogl in diesen Nahrung oder andere heilende Kräuter, mit denen es dessen Jungen versorgt oder diese auch verirrten Wanderern auf eisigen Pfaden schenkt, damit diese wieder die Kraft haben, um sicher ins Tal zu gelangen. Neben heilenden Items oder anderen Gegenständen mit positiver Wirkung verstaut das Pokémon in diesem auch kleine Bomben, die es gezielt dazu nutzt, um Fremde mit böswilligen Absichten zu bekämpfen oder sich aus gefährlichen Situationen zu retten. Vor allem junge Botogl verwechseln oftmals diese Pakete und fügen anderen damit ungewollt Schaden zu. Das Pokémon ist grundsätzlich ein äußerst liebevoller und zuvorkommender Zeitgenosse, welcher ständig darum bemüht ist, anderen Pokémon oder gar Menschen das Leben zu erleichtern, auch wenn es gelegentlich gerne Streiche spielt. Dabei hat Botogl keine Vorstufe und ist auch nicht dazu in der Lage, sich weiterzuentwickeln. Mit seiner Typenkombination ist es dabei immun gegen Bodenattacken, nimmt halben Schaden gegen Pflanzen- und Käferattacken, doppelten Schaden gegen Feuer-, Elektro- und Stahlattacken, sogar vierfachen Schaden gegen Gesteinsattacken und der Rest macht normalen Schaden.